Moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen 3 hier bei unserem Konfig-Kanal. Es geht weiter und wir sind hier mit Bones und Matt, die wir im letzten Part getroffen haben, unterwegs vor diesem Südtor und wollen da in dieses verbotene Tal, weil da so ein Reichtümer auf uns warten. Unendliche Reichtümer und kämpft. Er kämpft einfach gar nicht, okay. Also ist es doch nicht so gut, dass er dabei ist, weil er einfach nicht kämpft. Und das Warzenschwein haut ab, warum auch nicht. Gut, es hat eh keine Chance. Oh ne, was will denn jetzt der Eingeborene da? Das war's mit dem Team. Genau. Sehr gut, Bones. Da ist das große Tor. Der Tempel liegt auf der anderen Seite im verbotenen Tal. Irgendwie müssen wir die Wache davon überzeugen, uns hindurchzulassen. Ja, das werden wir auch noch. Aber erstmal kümmern wir uns hier um die ganzen Viecher. Oh, Navigator. Au. Das tat weh. Au. Alter, wie er da rumschreit. Er kämpft kein bisschen. Warum haben wir den eigentlich dabei, den Penner? Irgendwie will ich den jetzt nicht mehr dabei haben. Ich habe gedacht, der kämpft wenigstens. Aua. Au. So, den looten. Ich habe echt gedacht, der kämpft wenigstens. Und was macht die Spinne da? Hat die da gerade was gefressen? Es sah so aus, als hätte sie gerade was gefressen. Mach schon! Das ging schnell. So. Was gibt's hier? Hier gibt's nichts. Gibt's denn hier irgendwas? Hat die was gefressen? Hier, hier ist ein Heldenkraut. Sah echt so aus, als hätte die Spinne was gefressen. Aber da. Oh, da ist eine Höhle! Oh, wie interessant ist denn die Höhle hier? Was ist das denn für eine Höhle? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Krass. Gut, Bones. Mach ihn nieder! Jawohl. So. Magischer Kristall. Jetzt die Frage. Erstmal ist es hier echt dunkel. Und zweitens gehe ich mit dem jetzt auch hier durch die Höhle, weil der nervt ganz schön, der Typ. Aber naja. Ändern können wir es ja eh erstmal nicht. Ach, das ist gar nicht eine große Höhle. Eine Blutkappe, hatten wir die schon mal aufgehoben? Die sagt mir ja nichts. Blutwurzel? Was macht denn eine Blutkappe? Doch, hatten wir schon. Geist plus 2, okay. Wie gesagt, bei den Dingern will ich noch abwarten, wegen den Tränken. Oh, ein 80er Schloss. Mist. Das alte Wissen können wir noch später bestimmt lesen. So wie wir das beim ersten Risen-Teil konnten. Wenn wir irgendwas mit Magie machen, können wir das doch bestimmt lesen irgendwann. Coole Höhle, cooles Gimmick hier, so versteckt hinter den Büschen. Aber ob sich jetzt die Fackel gelohnt hat, weiß ich nicht. Oh, hier gibt es einen Teleportstein. Nice. Geht doch. Obwohl wir hier in der Nähe noch keinen gefunden haben, ne? Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier bei Tag auch nochmal alles absuchen müssen. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie ich Pirat geworden bin? Nein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das hören will. Das war eine total verrückte Geschichte. Eigentlich wollte ich es gar nicht, aber irgendwie... Du musst wissen, ich komme nämlich von ziemlich weit her und habe gar keine Ahnung von der Seefahrt. Ist ja auch egal, dafür habe ich andere Qualitäten. Das wirst du schon noch merken. Was wollte ich gerade noch erzählen? Gar nichts. Geh einfach weiter. Ja, gut. Wir können ja später noch reden. Boah, Alter, ist der Typ nervig, ne? Nur am Quatschen, nicht am Kämpfen, gar nichts. Der Typ ist schon ein bisschen nervig. So, da unten wollen wir nicht mehr hin. Aber da geht's noch irgendwo hin. Aha, hier sind auch noch Gegner. Und die lassen wir natürlich nicht außen vor. Erstens gibt das Proviant. Und zweitens... Ruhm. Oh, jetzt habe ich außerdem den Matt gehauen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Au. Ja, du könntest ja auch mal kämpfen, hm? Was hältst du denn davon? Du bist ja ein toller Pirat. Was ein Lutscher. So, hier gibt's auch nichts mehr. Hier gab's die zwei Warzenschweine, aber hier gibt's kein Kraut, echt nicht? Interesting. Es ist schwer natürlich hier bei Nacht alles zu sehen. Ich hoffe, wir übersehen nichts Relevantes.
hätte ja ein Teleportstein oder so drin sein können. Na gut, dann wollen wir mit der Wache reden. Und für die Wache haben wir ja auch noch das Proviant. Ne? Hier sind Äffchen. Moin, Baraka. Da Capo, Gucho. Deinesgleichen hat hier nichts verloren. Das verbotene Tal ist tabu für dich. Nur wenigen ist es gestattet, den heiligen Boden zu betreten. Der zieht vielleicht ein Gesicht. Nicht, dass er uns mit einem Fluch belegt. Was hat es mit dem verbotenen Tal auf sich? Das verbotene Tal ist der Sitz unseres Orakels, Gucho. Es ist äußerst wichtig, dass das Orakel in seinem Frieden nicht gestört wird. Die schlechten Einflüsse dieser Welt könnten es verwirren, ja im schlimmsten Fall sogar verändern. Kannst du mir noch mehr über das verbotene Tal erzählen? Dort ist der Dschungel dicht und die Gefahren sind groß. Unsere mächtigste Kiki ist ins Tal entsandt worden, um das große Orakel zu sehen. Wenn die Zeit reif ist, wird sie wieder zurückkommen. Wenn du mehr über uns Kila erfahren willst, dann geh ins Dorf. Es ist südlich von hier. Okay. Lass mich ins verbotene Tal. Nur der, der das alte Wissen versteht, darf den heiligen Boden betreten. Sonst weiß ich nicht, ob du nicht den Zorn des Orakels erregst. Verstehst du das alte Wissen? Noch nicht. Dann kehre zu mir zurück, wenn es soweit ist. Ich habe hier etwas Proviant für dich. Sheku? Ein Gucho bringt mir etwas zu essen? Das ist Aufgabe unserer Muleke. Ich helfe euren Muleke, das Essen zu verteilen. Tawonga, Gucho. Baraka erkennt dein gutes Herz. Es ist gut, dass du diese Aufgabe übernimmst und unseren Frauen hilfst. Hier, nimm dieses kleine Kipawa. Weißt du eigentlich, warum sie mich bei den Piraten rausgeschmissen haben? Nein, aber ich fürchte, das wirst du mir gleich erzählen. Also, das war so. Am Anfang haben mich alle gemocht, weil ich ja eigentlich ein ziemlich netter Kerl bin. Ich habe mir fast die Hände blutig geschuftet für die Kerle, nur um dabei sein zu dürfen. Und was machen die? Sie schmeißen mich raus, nur weil ich versehentlich das falsche Bett benutzt habe. Ich meine, alleine natürlich. So, so, das falsche Bett benutzt, ja? Und das war alles? Glaub mir, ich habe sonst nichts gemacht. Ehrlich. Ja, ja. Komm weiter jetzt. Na schön, aber ich war noch nicht fertig. Das interessiert keinen. Du interessierst keinen. Kommen wir da jetzt einfach durch? Können wir da jetzt einfach durchgehen? Erstmal will ich die Truhe hier öffnen. Können wir jetzt da einfach durchs Tor gehen? Das wäre echt cool. So, okay. Zweimal Fleisch. Luchsfell. What the fuck? Was ist denn Luchsfell? Also, ich weiß, was ein Luchs ist. Und logischerweise weiß ich auch, was Fell ist. Aber das hatten wir in Risen ja auch noch gar nicht. Luchsfell. Interessant. Ein Luchs haben wir auch noch nicht gesehen. Oh, hier gibt's ein Bett. Grog. Also, wir könnten es hell machen, theoretisch. Aber wie öffnen wir das große Tor? Was müssen wir tun? Die Nervensäge. Der Kerl vor dem großen Tor lässt mich wohl nicht rein. Tja, wenn das so einfach wäre, wäre ich schon auf der anderen Seite im verbotenen Tal. Lass dir halt irgendwas einfallen. Aber die gute Nachricht ist, egal wie lange es dauert, ich bleibe an deiner Seite. Sehr ermutigend. Fuck. Wie öffnen wir dieses Tor? Okay. Öffne das große Tor. Das alte Wissen wird es mir sagen. Sobald ich den Weg gefunden habe. Welches alte Wissen? Was muss ich tun? Zerbrochenes Erbe, ein Symbol aus Jade. Muss ich jetzt doch vielleicht erstmal dahin? Ich will mal ins Dorf der Eingeborenen zurück. Aber warum? Ich will den Typen nicht mal an den Backen haben. Ich will mal mit der Frau reden. Halt! Kamil will wissen, ob du gesehen Miyamiti. Oh.
Wir sind mal ehrlich, oder? Nee. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich hoffe, du belügst mich nicht. Sonst... Karaka! Ihr Guchos landen auf Kila. Probleme kommen. Geh nun. Hey, ich hab damit nichts zu tun. Kollege, ich hab damit nichts zu tun. So. Die Kilas. Hier wohnen übrigens die Eingeborenen. Oh, ja. Genau wie die Insel hier. Ist das nicht witzig? Das ist ja sehr scharfsinnig. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Ich meine ja nur, du musst echt aufpassen auf die Kerle hier. Ehe man sich versieht, hat man einen Speer im Rücken. Halt einfach die Klappe und lass mich machen, okay? Ich wollte ja nur, dass du Bescheid weißt. Der Kerl ist echt nervig. Okay, wo ist Ixiel? Wo ist Ixiel? Erstmal trinken wir was vom Wasserfass. Und dann möchte ich gerne Ixiel finden, wenn es recht wäre. Oh, es wird auch langsam hell. Wo ist der Typ? Wo schläft er? Oder wo hält er sich jetzt gerade auf? Ich muss was... Die Kieler... Ernsthaft, das ist wieder der Häuptling. Ixiel, du musst mir helfen, das hat nicht gereicht. Ich habe Baraka das Essen gebracht. Gee, das hast du gut gemacht, Gucho. Du hast Ixiel einen großen Dienst erwiesen. Dir? Gee, und natürlich deinen Freunden, den anderen Guchos. Nun geh, Ixiel muss Vorbereitungen treffen. Nicht so schnell. Was hat die ganze Aktion jetzt gebracht? Unsere Taten werden mit der Zeit belohnt, Gucho. Zerbrich dir nicht weiter den Kopf darüber. Schon bald wird jedes Problem gelöst sein. Die Hike der Kieler werden mit Stolz auf Ixiel herabblicken. Du bist ein Seefahrer, richtig? Ja, richtig. Das habe ich mir gleich gedacht, so wie du aussiehst. Ich habe ja gar keine Ahnung von der Seefahrt, aber bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Also, ich werde gerne unter deiner Flagge segeln. Wann legen wir denn ab? Du bleibst am besten hier auf der Insel und sicherst unsere Nachhut. Na schön. Aber wehe, du legst einfach ab und kommst nicht wieder. Würde ich niemals tun. Okay, dann lass uns hier weitermachen, bevor noch jemand anderes unseren Tempel plündert. Was müssen wir machen mit dem alten Wissen? Ich weiß nicht, was er meint mit dem alten Wissen, ne? Yalla yalla oder Makoto wird böse. Was müssen wir tun, damit wir durch dieses Tor da kommen? Müssen wir vielleicht echt da oben den Jade-Kram erstmal sammeln? Bin ein bisschen überfragt gerade. Ich weiß nicht, wie wir da durch dieses Tor kommen sollen. Aber ich probiere es jetzt einfach mal, da irgendwie hochzukommen zu dem Jadebrocken. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass wir da nicht hinkommen, weil ich bin mir sicher, dass das am Ende von der Höhle ist, da oben. Irgendwie hier. Naja, an Bord will ich gerade nicht. Ah, Mann, ey, jetzt haben wir auch noch so einen nervigen Penner da an unserem Arsch, ey. Das nervt mich ja schon fast mit am meisten. So. Da wäre halt der eine Teil der Insel. So, wenn ich jetzt hier raufgehe, ne, dann haben wir hier maximal... Ich versuche mal jetzt dahin zu schwimmen. Ich versuche mal jetzt zum X zu schwimmen. Vielleicht kommen wir ja da doch hin.
Okay. Da schlägt irgendwas Wellen, wie es ausschaut. Oder auch nicht. So, hier waren wir schon überall. Ja, hier waren wir schon. Und da müssen wir weiter. So, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir da halt nicht reinkommen werden. Hier rechts ist dann die Insel, auf der wir Patty hoffentlich wieder treffen. Oder gibt es da irgendwo einen Aufstieg? Kommen wir da irgendwie rein? Da sind Blaukrallen. Oh lol, wir kommen hier wirklich rein? Okay, das ist nice. Wir kommen da echt rein. Huh, das ist sneaky gemacht. Vielleicht weiß ich ja doch, wie wir jetzt weiterkommen. Oh, erstmal spawnt hier ein Sandteufel. Das ist natürlich mächtig. Also der eine Sandteufel ist natürlich gefährlich und mächtig. Sehr schön. Aber er ist auch tot. So, hier ist eine Spitzhacke, falls man keine dabei hat. Großer Jadebrocken. Ein besonders großer Jadebrocken. Interessant. Den bewahre ich besser mal auf. Ja, den bewahrst du auch auf. Denn den müssen wir gleich abgeben und dann schaffen wir die Mission ja vielleicht doch noch. Puh, ich war echt ein bisschen überfragt, aber zum Glück war das wieder sehr, sehr cool und sneaky gemacht hier vom Spiel. Von daher passt das schon. Kriegen noch 5 Jadesteine, einen funkelnden Goldring. Da gucken wir gleich mal, was der kann. Gehen wir hier hoch. Gibt's hier noch was außer Pilze? Nee. Oh, können wir uns da ranhängen? Echt nicht? Wir können uns da nicht ranhängen. Guck mal, es sieht nämlich aus, als würde man da irgendwie hochkommen. Uno momento. Uno momento. Wir haben ja ein paar davon. Ich warte hier auf dich. So, zurückverwandeln und noch einmal. Dann bin ich mal gespannt, ob wir da hochkommen. Ja, das schaffen wir. So, was bringt uns das jetzt hier? Oder ist es einfach nur offen? Das muss doch irgendwas bringen, oder? Echt nicht? Das bringt nix? Oh. Na gut, das sieht aus, als würde das nix bringen. Von daher einfach wieder zurück und dann gehen wir jetzt zum Dorf der Eingeborenen. Finde ich cool, dass es hier so einen Felsspalt gibt. Und dann können wir der auch noch den Jadebrocken bringen. Und dann haben wir das Zepter auch gepackt, ne? Und dann haben wir doch diese Weisheit, oder? Das müsste doch dann diese, müsste das doch gewesen sein. Hoffe ich. Was wäre, wenn wir dem jetzt die Wahrheit gesagt hätten? Hätte der die sofort wieder abgeholt? Das wäre interessant. Aber bevor wir ihr das abgeben, machen wir einen kleinen Cut, liebe Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Risen. Ein bisschen kürzer als sonst, aber ja, muss auch mal sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, haut rein und ciao.